Segeln ist ziemlich lustig. Ja. Ja. Yes. Wir haben gelernt, wie wir segeln, wie wir ansegeln. Wir haben gelernt, wie man das Segel festmacht, wie man es rausholt und wieder reingibt. Wir waren in verschiedenen Buchten. Wir sind ziemlich oft in der Schräglage gefahren und es war ziemlich lustig. Die Schräglage war am besten. Manchmal. Und Knoten haben wir auch gelernt. Alle 54 Kinder und Jugendliche sind sich einig. Die Kids for Freedom Woche ist für sie ein unvergessliches Erlebnis. Viele von ihnen haben vorher noch nie Urlaub gemacht, sind aus ihren Heimatorten nie rausgekommen. Und von einem Segelturn im Mittelmeer wagten die meisten nicht mal zu träumen. Bernie Blaha und der Verein Kids for Freedom ermöglichen den Kindern aus 6 Nationen die Woche unter weißen Segeln. Kids for Freedom wurde von meinem Sohn und von mir gegründet. Es sollte ein bisschen ein Dankeschön sein, dass ich meinem Sohn eine gute Ausbildung ermöglichen konnte und für die Kinder, denen es nicht so gut geht, die sozial benachteiligt sind. Wir nehmen Kinder aus Kinderheimen wie SOS Kinderdorf, Volkshilfe und aus anderen Ländern, aus Orphan Houses, die alleine sind und die sich eigentlich so eine Reise nicht leisten könnten. Neben dem sozialen Ansatz geht es während des Turns auch darum, das Verständnis füreinander auch über Länder- und Religionsgrenzen hinweg zu fördern. Kinder aus Österreich, Ungarn, Russland, Rumänien, Polen und der Türkei lernen sich in einer Woche kennen und finden Wege, miteinander zu reden. Auch wenn es hier und da Sprachschwierigkeiten gibt. Mit Füßen und Händen. Ja. Unbeschwerte Freizeit genießen, ob beim Spielen, Basteln, Malen, bei gemeinsamen Ausflügen oder in abendlichen Diskos. Die Kids sollen in dieser einen Woche ihren oft harten Alltag hinter sich lassen können. Für die Organisatoren der Woche ist es wichtig, dass sich die Kids wohlfühlen und sich gern zurückerinnern. Also wir können das Leben der Kinder nicht verändern. Das Ziel ist eigentlich, ihnen ein bisschen Sonnenschein zu geben. Und in der Zeit, wo es ihnen vielleicht wieder schlecht geht, wo sie alleine sind, wo sie leiden, dass sie etwas haben, woran sie denken können, dass sie sagen, alle Erwachsenen sind nicht schlecht. Es gibt was Schönes im Leben, es gibt gute Zeiten. Das blaue Meer vor der türkischen Küste genießen, den Wind spüren, in einsamen Buchten vor Anker liegen und baden gehen. Die Kids erliegen schnell der Faszination segeln. Besonders die Jungs auf den Schiffen haben Spaß dabei, richtig mit anzupacken und zu zeigen, wie viel Kraft schon in ihnen steckt. Die jungen Damen sind da eher die Genießer. Wir sind herumgesessen und haben nichts gemacht. Ich habe zugeschaut. Das gemeinsame Leben an Bord besitzt auch einen weiteren positiven Aspekt. Segeln deswegen, weil auf einem Boot einfach man nur zusammenarbeiten kann. Das heißt, diese Kinder sind natürlich dadurch, dass sie sozial benachteiligt sind, oft sehr, sehr introvertiert und Einzelgänger. Auf einem Boot kann man nicht Einzelgänger sein, auf einem Boot geht es nur gemeinsam. Um den Kindern diese Zeit auf dem Meer zu ermöglichen, nehmen sich viele Freiwillige eine Woche Urlaub. Alex, im täglichen Leben bayerischer Unternehmer, ist in diesem Jahr das erste Mal bei der Aktion dabei und skippert ein Schiff für die Kids. Ich fand es cool, mal eine Woche Kinder durch die Gegend zu segeln, als immer nur mit meinen Freunden segeln zu gehen. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, wenn er mich gebrauchen kann, komme ich mit, fahre ein Schiff durch die Gegend. Guck mir das Ganze mal an. So bin ich dazugekommen. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Besonders Can, ein junger türkischer Mitsegler, ist von seinem Skipper begeistert. Ja, das ist Can. Can und ich sind Brüder. Alex, Abi. David, Tom. Und wir haben uns so ein bisschen lieb gewonnen, ne? Ja, er ist ein ganz cooler. Hat eine russische Freundin gefunden diese Woche, die war auf dem Nachbarschiff, da mussten wir die ganze Zeit nebenher fahren. Die heißt Dasha, ne? Und das war cool, hat viel Spaß gemacht. Sieben Tage voller Spaß und Freude gehen für die Kids und ihre großen Begleiter leider viel zu schnell vorüber. Nach vielen Anlegern in malerischen Buchten ist die Flotte von 10 Segelschiffen bald wieder auf dem Heimweg. Vorher jedoch noch ein Abstecher zum Magic Life Club Marmaris.
Am letzten Abend ist hier ein großes Abschiedsfest für alle geplant. Das Fünf-Sterne-Resort stellt Buffet, Bühne und Disco für die jungen Gäste zur Verfügung. Es ist, Kinder sind für uns auch sehr wichtig. Obwohl wir ein Single- und Couple-Club sind, ist es so, dass im Allgemeinen bei den Magic Lives die Kinder sehr wichtig sind, weil wir in den anderen Club auch Familienclub haben. Und Kinder sind sehr wichtig für uns persönlich, Kinder, die auch natürlich eine Unterstützung brauchen. Vorhang auf zur großen Show. Die Kids haben für eine gemeinsame Party mit den Gästen des Clubs ein Bühnenprogramm auf die Beine gestellt und zeigen nun voller Begeisterung ihre Darbietungen. Mit dem gemeinsam intonierten Kids for Freedom Song nähert sich auch dieser Abend seinem Ende. Konfetti rieselt, Tränen fließen, Umarmung folgt auf Umarmung. Diese Woche wird sicher unvergesslich bleiben, bei groß und bei klein. Es war unheimlich harmonisch. Es war für mich eine Freude, daran teilzunehmen. Es war für mich eine Freude, all die Kinder kennenzulernen. Es war schön, einfach wunderschön.